Ach ja, ich muss ja gar nicht den Finishing Blow schaffen mit extra Treffer. Okay, aber wir schaffen das auch so. Reicht auf jeden Fall. Und notfalls kann ich mich ja treffen lassen, falls es knapp aussieht. Ey! Ey! Ich muss dich treffen, verstehst du? Glaube ich. Scheiße. Nein. So knapp. Okay, nochmal. Shit, das habe ich natürlich wieder Jutsu gemacht, weil ich wieder doppelt nach oben gedrückt habe, die Scheiße. Ach, Mann. Ist das gay? Oh. Du musst doch bestimmt noch gewinnen, oder nicht? Ja, klar. Mann, das ist echt eine kleine Zeitspanne! Nein! Mann! Boah! Das wird härter, als ich gedacht habe. Jetzt bräuchte ich sogar noch mehr Schaden. Theoretisch. Mann! Alter, also. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Bin ich ganz ehrlich. Einfach nur, weil er die ganze Zeit diese Scheiße benutzt. Ich hab einmal geschafft in diesem Kampf bis jetzt. Ein einziges Mal. Man muss also extrem viel Glück haben. Mann, und das schon wieder. Wenn ich die Kombo nach oben mache und dann nochmal nach oben drücke für einen Extra-Treffer, dann macht er den manchmal einfach nicht. Und das kann mir den Sieg kosten, literally.
Theoretisch müsste ich ohne. Also so kämpfen, dass er kein Chakra hat. 1. Komm schon. Nein. 2. Drei. Komm schon! Egal, egal, egal. Schärfe auf. Komm schon, ich hab die Hälfte in einem Drittel der Zeit. 4. Komm on! 5. Now we on fire! Let's go! Die, Orochimaru! So! Finally! Puh. Ja, da ist sehr viel RNG drin. Man muss einfach hoffen, dass er nicht ausweicht. Das ist krass! Das ist krass schwer. Ich glaube, jetzt sind wir bei Mission 6. 7 sogar schon. Verbotene Jutsu von Tsunade. Wir haben erfahren, dass Orochimaru wieder experimentiert. Und so wie wir ihn kennen, ist es wahrscheinlich eine verbotenes Jutsu. Finde ihn so schnell wie möglich und mach seinen Test ein Ende. Kämpfe schnell aus dem Zustand mit Gegnern, dessen Lebensenergie immer wieder hergestellt wird und gegen 60 Sekunden. Das kann schwer sein, muss aber nicht. Wir werden sehen. Das klingt jetzt nicht so schwer. Geben wir einfach unser Bestes. Okay. Und das war schon? Das war die Challenge? Ja. Apparently, ja. Mal dann. So. Rache für den Kasekage von Baki. Der Kasekage wurde ermordet und das war zweifellos das Werk von Orochimaru. Du musst sofort etwas unternehmen. Sei aber vorsichtig, dein Gegner ist grausam. Führe mehr als 6 von den Kunst des Tauschers und das kann einzigen Angriff des Gegners zu. Oh, das ist hart! Das heißt, jedes Tauschjutsu muss sitzen. Das ist hart. Aber nicht unmöglich. Das wird schwer. Bis jetzt habe ich ja gefühlt nicht einmal geschafft, viermal hintereinander das Jutsu des Tauschs zu benutzen, ohne getroffen zu werden. Und das dann 6-mal. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Eins. Und schon verloren. Okay, wir probieren's. Wir müssen blitzschnell sein. Wir müssen quasi die Aktion des Gegners schon vorausahnen. Eins.
2. Na, scheiße. Oh Mann, ist das hart. Vielleicht können wir es erstmal können wir ganz normal. Ich glaube, wenn ich ganz normal kämpfe, dann ahne ich solche Sachen eher voraus als auf Zwang. Und den Rest mache ich dann nochmal so. Ach Dreck, Alter! Okay, ich hab jetzt 4-mal. Oh nö! Ich bin reingelatscht! Nee! Fuck, ich hatte 4-mal. Ich war gut. Und dann so eine Scheiße. Ich darf die Range von Jutsus nicht unterschätzen. Mann! So muss ich das anhören. Ärgerlich. Komm schon. Und verkackt! Einfach verkackt! Ich weiß zwar nicht wie, aber verkackt. Mann! Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Und das Heftige wird auch sein, selbst wenn ich es direkt schaffe, die 6-mal zu kriegen, dann darf ich mich nicht nochmal treffen lassen. Und das ist auf dem Schwierigkeitsgrad gar nicht mal so easy. Wer hat diese Challenge gemacht? Es geht mir nur auf die Nerven. Alter Vater. Immer wenn ich so da dran bin, dann verkacke ich auf so retardete Art und Weise. Weil von meinen Reflexe aussetzen. Okay, ich versuche es einfach mit normalem Kämpfen. Kann man in so eine Mission noch mal gegen Ende ins Spiel bringen. Richtig schlimm. Come on! 2. Nein. 3. Nein, ich töte ihn! Nein! Das gibt es nicht! Alter! Drei!
Wir sind bei 3, Ladies and Gentlemen! Da ist die 4! 5! Ja! Nein! Ich hab's geschafft! Und dann fegt er mich instant aus dem Ring! Ah. Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Orochimaru, fuck you! Als ob das der ganze Trick ist! Du musst einfach nur zu ihm laufen! Und dann führt er automatisch diesen Drecksgriff aus! Als ob das der ganze Trick dahinter ist! Oh mein Gott, das ist wirklich der Trick! Das ist das ganze Geheimnis! Das ist das ganze Geheimnis! Fucking hell! Na gut, das muss man auch erstmal wissen. Nani? Konna chikara o kakushite ita. Watashi to shita koto ga. Itsuka kanarazu koroshi ni kita. Ah, eines Tages, bla bla. So, Abkürzung zum Sieg, Kakashi. Es mag reizvoll sein, im Kampf nur Power-Moves zu verwenden, aber so bist du durch gegnerische Angriffe sehr verletzbar. Den Sieg erringst du einfacher, indem du schwächere Moves gezielt einsetzt. Das ist kein einziges Item, es geht nicht gelangen, wenn du keine Geheimtechnik an, wenn du keine Jutsu an. Na gut, okay. Im Konoha-Wald. Ich glaube, im Konoha-Wald ist es aber einfacher, keine Items spawnen zu lassen oder zumindest nicht in den Besitz des Gegners gelangen zu lassen als in Suna. Aber auch hier gilt, dass ich erst meine Items verballern muss. Alter, habe ich mich gerade aufgeregt. Puh. Da haben die Hände auch ein bisschen geschwitzt. Okay, das müsste aber möglich sein. Oh Gott! Mendoxina! Ich habe vergessen, also ich habe gedanklich nicht daran gedacht, dass unten auch Büsche sind, wo Items sein können. Nix ist. Okay, geschafft. Ja, das war deutlich einfacher als gegen Gaara. Das ist mal klar. So, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich glaube, das war schon Mission Nummer 9.